Moin. Moin kann man eigentlich nicht sagen. Es ist kurz vor 6 am 15.07.2020. Corona-Zeit. Ja? Und wir werden es wagen. Trotz Corona auf nach Kroatien. Haben schon einige versucht und es war wohl bei denen, die jetzt schon in Kroatien sind, wohl auch ganz gut gelaufen. Aber jetzt geht's los mit dem doch kleinen Risiko, dass man nicht mehr unbedingt rauskommt, wenn man dann Pech hat. Das bedeutet natürlich, dass wir den Verlauf der Infektionen sehr verfolgen werden und gegebenenfalls dann eben auch früher abreisen, damit wir von der Insel Tres, auf die wir fahren wollen, nach Mali Lošinj, dann wieder runterkommen mit der Fähre. Tja, Action, auf geht's. Verlasse ich mein wunderschönes Dorf Alsdorf. Es geht raus in die große, weite Welt, die es zu erkunden gilt. Auf! Station 1, nochmal Kontrolle des Reifendrucks auf dem Anhänger. Und ich gehe ein klein bisschen höher im Druck, über die 4,5 Bar hinaus. Ich denke mal so auf 4,7. Auf dem Weg nach Schwarzenbeck. Die ersten Regenschauer. Naja, je weiter wir nach Süden kommen, desto weniger Regenschauer wird es wohl geben. Heute ging es ja nur bis Schwarzenbeck. Hier nehme ich dann Nevenka mit an Bord. Morgen früh fahren wir gemeinsam nach Radebeul. Schaut morgen weiter. Ich hoffe auch, dass ich dann möglicherweise den zweiten Teil dieser Abenteuerserie bringen werde. Tschüss, bis dann.